Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe einen Adventskalender für euch. Das ist dieser hier, Spa-exklusiv von Action, also bei Action gekauft. Und hinten steht auch sogar alles drauf, was drin ist, wenn man sich spoilern möchte. Und hier unten auf der Karte, da sieht man auch alle Produkte einmal abgebildet. Ne? Den kann man dann so auseinanderklappen. Hoppala, ich mach das jetzt mal hier. So. So und so schaut er aus. Ich finde ihn ganz niedlich für Weihnachten. Und jetzt schauen wir mal, was drin ist. Türchen Nummer 1 ist hier unten. Dieses Türchen. Das öffne ich jetzt mal. Ah ja. Hier ist eine Holly Molly Blom Handcreme drin. 30 ml Handcreme. Na, ist das denn versiegelt? Schauen. Ja, ist leider versiegelt. Eine Handcreme. Stelle ich mal da hin. Und den Kalender stelle ich mal hier so hin. Ja, da könnt ihr ihn gut sehen. Ne? Das war ja das Türchen Nummer 1. Ja. So. Türchen Nummer 2 finden wir. 3, 2. Das ist dieses hier und dann habt ihr immer diese Einbuchtung. Das ist aber hier. Na, das ist 7. Das ist für 7. Dann ist das hier. Nee, das kann nicht sein. Das ist ja komisch. Das ist Türchen Nummer 2. Und wie kriege ich das auf? Ach doch so. Das geht schwerer auf. Das geht mir hier ja noch kaputt, wenn ich nicht aufpasse. So. Ah ja. Das funkelt schon. Das ist bestimmt eine Nagelfeile. Na, ich die jetzt raus. Die kriege ich aber schlecht raus. Das hier. Das ist Türchen fast zu klein für die Nagelfeile. Na, so. Ja, eine Nagelfeile. In Türchen Nummer 2 und fällt mir runter. Und in Türchen Nummer 3, das ist hier oben, hier ist ein Body Scrub drin. Ne? Pure Mary Share steht hier drauf. Body Scrub 50 ml, auch versiegelt. Ja, ein Body Scrub ist ja was Schönes, ne? So. Ich habe für den Kalender übrigens 11,99 Euro bezahlt, ne? Genau. Jetzt kommt hier Nummer 4. Ja, müsste so aufgehen. Manchmal gehen die Türchen leichter auf und manche gehen schwer auf. Das ist eine große Tür, würde ich sagen. So wie es aussieht. Und da drinnen ist ein Schauergel von Spa. 50 ml und muss ich nur rauskriegen. Ah ja, so kriege ich das raus. Schöner Kalender. Mal schnuppern. Auch versiegelt. Aber das mache ich jetzt mal auf. Wollen wir mal schnuppern, wie das riecht. So. Das hat ja fast gar keinen Geruch. Ein Schauergel, 50 ml ohne Geruch. Vielleicht ganz leicht. Ein Schauergel haben wir da drin. Jetzt haben wir ein Body Scrub, ein Schauergel, eine Handcreme, eine Nagelfeile. Ja, dann ist das, war die 4. Dann kommt jetzt hier die 5. Die Türchen gehen echt manchmal schwer auf. In der 5 haben wir eine Gesichtsseife, ne? Face Wash. 30 ml. So, schaut das aus. Ist bestimmt auch versiegelt. Jo, mache ich mal auf.
Das hat auch keinen Geruch, aber das finde ich ganz gut, gerade für Gesichtsseife, da muss kein Parfüm drin sein. Eine Gesichtsseife in der 5 und die 6, das ist Nikolaus, das ist hier oben. Mal schauen, was wir da drin haben. Jetzt haben wir etwas Besonderes. Ah, ein Gesichtspeeling, ein Face Scrub. Na, 50 Milliliter, sehr schön. Ein Face Scrub. Schauen wir mal in der 7. Da haben wir ein Body Mist drin. Muss mal gleich mal ausprobieren. Oh ja, riecht schön, angenehm. Ein leichter, fruchtiger Duft. Leicht süßlich. Sherry steht da ja auch drauf, ne? Sweet Mary Sherry Body Mist. Das war die 7. Und dann haben wir hier die 8. Also finden tut man die Türchen ja auch gut. Ne? Sind schön groß beschriftet. Das muss runtergefallen sein. Die ist jetzt leer, die 8. Dann schauen wir mal in die 9. Das andere finden wir bestimmt auch noch. Ist bestimmt runtergerutscht, weil ich den jetzt hier so stehen habe. Das ist so ein längliches Türchen. Ja, schade, mit dem Öffnen geht es jetzt hier so ein bisschen kaputt. Ah ja. Ah, für die Fingernägel, für die Nagelhaut. Ne, zum Zurückschieben. So ein Teil. War jetzt in der 9. Haben wir dann die 10 da unten. Na, eine Fußcreme. Das kriegt man auch schwer raus. Wir schauen hier unter und jetzt. Jetzt habe ich sie. Das ist eine Fußcreme. Fällt immer nach hinten. Und die ist bestimmt auch noch verschlossen. Ja. Machen wir mal ein bisschen auf, gucken mal, wie die ist. Mhm, die riecht so wie der Body Mist. So schaut die aus. Mhm. Die scheint gut einzuziehen. Ist auch nicht so dick. Schöne Fußcreme da drin. Das war in der 10. Jetzt die 11. Da oben. Hier ist die 11. Na? Oha. Der fällt, geht ja auseinander. Ne? Das ist noch nicht gut eingestanzt. Das geht schwer auf. Geht das eher die Tür kaputt, als dass das jetzt hier aufgeht. Muss man vorsichtig sein, wie gesagt. Aber dann sieht er ja auch nicht mehr schön aus. Ne? Da ist ein Shampoo drin. Holly Molly Blom Shampoo. Na, was steht da so? Nur Shampoo. Und Inhaltsstoffe stehen drauf. 50 Milliliter, 12 Monate haltbar. Genau. 50 Milliliter ein Shampoo. In der 11. Dann haben wir hier unten die 12. Auch nochmal gucken. Je mehr Türchen schon geöffnet sind, wenn daneben welche geöffnet sind, dann kriegt man die schwer auf. Ein Conditioner. Passend zum Shampoo. Das finde ich schön. Auch 50 Milliliter. Kann man rausziehen. Rauszukriegen hier aus diesem Verpackung. Das ist fest drin. Upsala. Ist auch in der, war das die 8, da war nichts drin. Kriege ich nicht raus. Ach,
von unten wahrscheinlich wieder. Ja, von unten kriegt man das hier raus. Da habt ihr eine kleine Einbuchtung. Das ist der Conditioner, passend zum Shampoo. Auch versiegelt. Ne? Shampoo und Conditioner. Hier 50 Milliliter. Das waren der 12. Die 13 ist hier. Das ist ein kleines Türchen. Mal schauen. Oh, das ist ein Haarband in Grün, weihnachtlich. Meinen weihnachtlichen Grün, so ein schönes Samt-Haarband, finde ich schön. Ja, Grün hat man selten, ne? Also ich habe Grün gar nicht. Das war die 13. Hier unten ist die 14. Mal schauen. So. Oh, er geht ganz sogar auseinander. Und jetzt finde ich hier auch schon was, das müsste aus der 8 gewesen sein. Das ist für die wenn du die Fußnägel machen willst, ne, so zum Auseinanderhalten. Der Fußnägel. Genau. Und hier drin ist eine Bodylotion, 50 Milliliter. Sweet Mary Sherry. Ich denke mal, das wird auch so riechen wie der Body Mist, so schön fruchtig. Eine Bodylotion in der 14. Die 15 haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist die 17. 13 hatten wir. Die 15 ist hier. Das ist echt schade, dass die Türchen nicht so gut ausgestanzt sind. Die gehen echt schwer auf. Hier ist was Kleines drin und zwar eine Gesichtsmaske. 8 Milliliter Gesichtsmaske. Ne? Eine Gesichtsmaske. Und dann die 16 ist wieder ein großes Türchen. Ja, ihr seht schon, das wird sehr flatterig. Schade, echt schade. Wenn man das schön hinstellen möchte. Also man kriegt das wirklich nicht leicht auf. Und hier ist es jetzt so eingerissen. Das ist ein bisschen Badekristalle. Die sind hier auch nochmal angeklebt. So. Einmal Badekristalle. Ne? Auch Sweet Mary Cherry. Ich denke mal, wird auch der Geruch wahrscheinlich so sein. So ein bisschen was Fruchtiges. Das war die 16. Dann haben wir die 17. Das ist eine ganz kleine hier unten. Ja. Eine Baderose. Oh, die geht schon auseinander. So. Die sieht hübsch aus in weiß. Eine weiße Baderose. Mhm. Da habe ich ein bisschen Lippenstift dran. Jetzt hat sie rosa. So. 16, 17. Hatten wir 17? Waren die? Ja, genau, 17. 18 ist da unter, auch so eine kleine Tür. Na, ihr seht schon, je mehr man rausholt, umso mehr zerklettert leider auch der Karton, der Adventskalender. Da habt ihr einen Stern drin, eine Sternseife. Finde ich schön für Weihnachten. Ist niedlich. Hm. So riecht man durch das Plastik gar nichts durch. Das war die 18. Jetzt kommen wir zur 19. Ist da oben auch ein kleines Türchen. Und mal schauen. Ein Lippenbalm. Lippenbalm. Ja. So. Das ist ein bisschen auch schwer rauszukriegen. Ah, hier. Hier ist es. Das ist trotzdem schwer. Gramm sind das? Der ist aber schwer rauszukriegen. So, jetzt habe ich ihn. Da muss man ja schon richtig Kraft aufwenden, ne? Ja, so schaut er aus. Sehr schön. Ein Lippenbalm. Das ist auch was Schönes. Und er riecht auch so richtig schön fruchtig. Oh ja, ich mag den Geruch.
Lippenbalm. Der 19, dann kommen wir zu 20. Die machst du von oben auf. Und da ist eine Badekugel. Eine Badekugel in der 20. 21 ist hier. Nummer auf. Wie ein Fuß. Was das ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ist das sowas zum für die Füße bestimmt, ne? Kann man das erkennen? So ein Fuß, wie so eine Seife oder so, vielleicht auch so ein bisschen zum Schrubbeln. Ich mach mal auf. Ah, hier steht doch bestimmt auch alles drauf. Nee, hier steht gar nichts weiter. Hier sind die Sachen nur abgebildet. Ist aber auch für die Fußpflege. Ist ja krümelig. Grau und krümelig. Vielleicht so zum ja, Pflege für die Füße noch dazu. In der 21 war es. Jetzt kommt die 22. Oh, was ist das? Das ist eine Maske für die Augen, so, so Schlafmaske. Tatsächlich. Ah ja, so, ne? Und dann zum Verdunkeln. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Mal hin und wieder kann man sowas ja gebrauchen, ne? Eine Schlafmaske in der 22. Jetzt kommen wir zur 23 und die ist hier unten. Eine Tagescreme, 30 Milliliter. Ne? Eine Tagescreme in der 23 und jetzt hier oben die 24, das große Türchen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist. Oh, ihr seht schon, ne? Da geht der ganze Kalender mit kaputt. Oh, schön. Ein goldener großer Stern. Das ist wohl auch so, ne, zum Baden oder Waschen. Ne? Guck, ob das hier hinten drauf steht. Ja, ein Badfeiser. Das ist ein Badfeiser. Richtig schön, ist aber so in goldenem Plastik verpackt. Ich schätze mal, dass die selber nicht in Gold ist, der Stern, wenn ihr den auspackt. Ja, genau. Ein Foodfizer ist das andere. Hier, ne? Das hier. Ja, das sind die Produkte und der Kalender sieht jetzt aber ganz schön mitgenommen aus. Ne? Gut, man könnte ihn, wenn man ihn hinstellt, natürlich auch immer geschlossen hinstellen. Es fällt mir ein Türchen schon ab. Die Türchen sind ein bisschen schwer aufzukriegen. Der Inhalt ist schön, ne? Na, hier habt ihr so ein bisschen, was man denn auch immer brauchen kann, ne? Haarband oder das hier zum Schlafen, zum Verdunkeln. Das finde ich gar nicht schlecht. Dann habt ihr eine Badebombe, Tagescreme, Conditioner und Shampoo. Ja, alles für die Körperpflege. Einmal komplett. Ich finde es ganz schön. Für 11,99 ist das ein schöner Kalender, finde ich. Schade nur, dass er so auseinander ging. Ne? Das ist ein bisschen schade. Sah nicht mehr so schön aus dann. Ne? Hier ist es so hübsch abgebildet. Aber ja, sobald man ihn aufmacht, reißt da ein, muss man sehr vorsichtig sonst sein. Ja, genau. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an dem Video gehabt. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.